Ja, ein neuer Morgen, ein neuer Tag und mal wieder ein Tag, an dem der Epi mich quälen will. Toller Bug. Super, jetzt hängen bei mir die Dinger noch hier oben. Wo macht er die? Warum muss ich das so weit weg machen? Ja, den Mist hatte ich eben auch. Dann kannst du die mit dem Mausrad drehen und dann von der anderen Seite hinstellen. Wir Ja, müssen aber wenn nur ich die aufpassen, jetzt. wenn die blöde Kuh jetzt gleich dazwischen fliegt, dann kannst du es gleich wieder nicht stellen. Jetzt läuft der dazwischen und frisst. Oh, ich hasse sowas. Ich kann zwar nicht Vor allem, sehen, wo du das hinstellen ich willst, aber sehe. Ja, ich aber ich weiß, sehe es dass auch der da nicht genau da richtig. drin ist. Ich sehe es nicht richtig, aber der ist jetzt gerade da drin halt. Jetzt renn weg, Junge. Jetzt könnte ich es setzen, aber ich sehe es echt nicht sauber. Also, ich weiß nicht, ob das richtig funktioniert so. Ich würde es eher so machen. Oh, jetzt ist der dazwischen gelaufen. Boah, Wie sieht das das ist aus? total weit innen. Ja, aber weiter geht's da hinten. Muss, guck mal, wie weit das ist. Weiter Ja, geht's nicht. aber ich hoffe, dass wir den dann in der Mitte noch da reinkriegen. Ja, den kriegen wir rein. Ach so, ja klar. Ich kann ja nichts sehen, weil ich es ausgeschaltet habe. So langsam werden wir. Haben wir hier den technischen Fortschritt, ne? Der bei uns. Okay, hier sieht es jetzt ein bisschen blöd natürlich aus, weil du das voll in die andere Bank reingebaut Ist ein hast. bisschen eng, ne? Ja. Ja, gut, das gibt sich dann, wenn wir den dritten dann hier machen können. Aber im Moment sieht es natürlich ein bisschen komisch aus. Die hatten keinen Platz mehr, deswegen haben sie jetzt einfach alles hier so gestapelt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, zwei Sachen habe ich jetzt, die ich kurz mit euch besprechen möchte. Und zwar ist das nicht das Mammut, was da oben nicht durchbricht, weil es über diese wackelige Brücke drüber geht. Ich weiß, ich lasse mich immer gerne ablenken. Sondern es ist dieses wundervoll aussehende, fast regenbogenfarbige, naja, nicht ganz. Gerät hinter mir, das ist ein Palentsafter, den habe ich still und heimlich gebaut. Das wollte ich euch nur eben sagen. Ich darf das aber nicht zu laut sagen. Ich habe den extra hier versteckt, damit die Pals ihn nicht sehen, weil da leider etwas mitgemacht wird, was für uns gut ist, aber für die Pals nicht so. Das werden wir auch in einer der kommenden Folgen dann mal durchgehen, allerdings nicht mehr in dieser Folge. Ja. Dann würde ich Ja, dann mach sagen, mal. lege ich mal los. Oh Gott. Kannst ja den Screen, den Stream anmachen, dann kann ich gucken, was du da machst. Aber ich muss jetzt auch erstmal auf Toilette eben. Ach, dann kannst du gucken, was ich mache, weil der Herr mir nicht vertraut beim Weil du Umbauen. Scheiße baust, Ja. kann ich dann sofort sagen, so geht das nicht. In dieser Folge soll es um diese Basis gehen. Und zwar war der Epi gerade schon hier auf dem Server. Ich habe gerade alle Pals weggetan. Den Grund verrate ich euch jetzt auch. Leider wird es gerade dunkel. Und zwar, die Basis, die wir haben, die sieht ja ziemlich, naja, ich sag mal, wild durcheinander gewürfelt und eckig aus. Ist auch gar nicht so gebaut, dass sie für uns wirklich gut ist, weil ganz oben in die. Ja, eigentlich ist es ja die zweite Etage, ne? Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage, also im Obergeschoss. Da kommen die Pals auch nicht hin. Kein Pal läuft da durch. Die spawnen da schon mal, wenn man gerade frisch auf den Server kommt. Aber die kommen dann nicht mehr da raus. Das ist auch irgendwie ganz lustig. Oder besser gesagt, der EP hat mich dazu überredet. Unser Anliegen ist es nun, aus dieser Kuddelmuddelbasis hier eine einigermaßen schöne Basis zu machen von der Optik. Und der Epi hat sich mal meine Basis angeguckt von meinem Privatstand. Ja, und was soll ich dazu sagen? Er hat gesagt, ich soll mich jetzt die nächsten ein, zwei Stunden hier dran setzen und soll das Ganze so umbauen, dass es genauso toll aussieht und genauso schön aufgeteilt ist wie in der anderen Basis. Und ja, da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, es wird genauso schön wie in der anderen Basis. Ich meine, dieses Kuddelmuddel hier, das würde dann überall wegfallen. Es wäre ein richtiges Haus. Es wäre, wer die Bilder nicht gesehen hat von dem Video, es wäre halt ein schöner Garten in Anführungszeichen, wo dann verschiedene Gehege stehen. Das Haus bekommt eine Terrasse. Das Haus, ja, hat sehr viele schöne Eigenschaften und sehr viele Dekorationen, die dann auch später noch dazu kommen werden.
Vielleicht werde ich sie auch direkt schon reinsetzen, zumindest ein paar, wenn ich denn die Materialien dafür habe. Ja, ihr werdet jetzt sehen, was wir hier nochmal gemacht haben, nochmal einen kleinen Rundgang sozusagen sehen, wenn ich hier durchgelaufen bin, worauf wir achten müssen, falls ihr das selber mal machen möchtet. Dann werde ich das Ganze nämlich so nochmal eben kurz mit einspielen. Und danach werde ich euch dann das fertige Ergebnis präsentieren. Ich würde euch gerne viel Spaß wünschen. Ich werde ihn nicht haben, weil ich das alles nochmal neu aufbauen muss. Aber gut, man sieht dann ja das Ergebnis am Ende. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht einen dann natürlich auf jeden Fall Spaß, wenn man dann die Früchte sozusagen seiner Arbeit sieht. Und jetzt verlasse ich mal euch mit diesem gruseligen Nachtbild. Und wir sehen uns dann gleich im Hellen wieder. Bis gleich! Ja, und da sind wir wieder. Und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, ich habe es geschafft. Es hat mich ungefähr fast 5 Stunden meines Lebens gedauert. Also 5 Stunden, die ich eigentlich heute Nacht nicht wach verbringen wollte. Aber ich habe es geschafft, abgesehen davon, dass jetzt gerade ein paar Pals von uns hier abhanden gekommen sind. Keine Ahnung, warum die hier vorne rumlaufen. Es ist fertig. Hier vorne, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, weil ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, wo ja im Prinzip die Base mehr oder weniger genauso gebaut worden ist. Hier vorne haben wir die Quelle, wo die Pals sich ausruhen können. Den Zerkleinerer. Hier muss ich mir nochmal was überlegen, ob ich hier irgendetwas hinstellen kann, was ein bisschen schöner aussieht. Dann haben wir hier insgesamt 3 von diesen Tierfärchen, keine Ahnung wie die heißen. Die Zuchtstation haben wir wieder aufgebaut. Dann die Tür ist natürlich geblieben. Einige Accessoires haben wir noch mit aufgebaut. Und da fällt mir auch gerade etwas ein, was ich noch vergessen habe. Nämlich den Palentsafter. Den wollte ich eigentlich hier vorne hinstellen. Der ist dann zwar ein bisschen außerhalb, aber der steht dann im Endeffekt in der Ecke, damit die Pals ganz genau wissen, wenn sie nicht vernünftig arbeiten, dann werden sie entsaftet. Nein, Spaß beiseite. Aber wir wollten ihn hier vorne hinstellen, weil ansonsten hier nicht mehr wirklich viel Platz ist, außer vielleicht noch hier genau mittig drauf. Hier vorne ist ein Salatfeld und ein Weizenfeld. Das sieht man noch nicht, weil das ist gerade abgeerntet worden. Dann hier soweit alles. Hier 2 Hochöfen, Kühlschrank. Und ich habe wohl festgestellt, mit der Zuweisung ist das ein bisschen blöd, wenn die so nah stehen. Dann soll hier noch ein eine höhere Kochstelle oder wie sich das nennt, hinkommen. Die kann ich jetzt aber mit dem Level, was ich hier drin habe, noch nicht machen. Hier haben wir nochmal eine Mühle, dann nochmal 2 Beete sozusagen für Beeren, hier hinten nochmal 1 für Weizen. Das Silo steht hier und das, was man hier nicht mehr sehen kann, wegen diesen dicken, wolligen Hintern. Und nein, ich bin kein Mobber. Das Viech hat halt einen dicken, wolligen Hintern. Hier können die Pals dann fressen. Hier wird normalerweise dran gearbeitet, sodass wir Holz bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, voll ist es noch nicht. Also daran kann es nicht liegen, warum gerade keiner arbeitet. Hier wird normalerweise dran gearbeitet, damit wir Steine bekommen. Was natürlich jetzt gerade in der Aufnahme nicht funktioniert. Der Herr von uns zu ist jetzt gerade hier ein bisschen drin verbuggt. Ich muss auch mal mit dem Epi sprechen, ob wir nicht einen kleineren Pal irgendwie kriegen können. Weil er ist natürlich sehr, sehr gut im Ofen. Der hat, glaube ich, Feuerstufe 3. Aber wie ihr seht, er passt halt nicht überall durch. Dann haben wir hier nochmal die Betten, wo die Pals drin schlafen, inklusive 2 großer Betten. Wobei es leider, leider so ist, dass die großen Betten meistens von den kleinen benutzt werden und die großen sich dann entsprechend hier auf die kleinen Betten drauf quetschen müssen. Dann müssen wir hier nochmal unsere Fließbänder aufstellen. Ich persönlich kann leider nur dieses linke Fließband machen. Das heißt, der Epi muss nochmal die anderen beiden Fließbänder hier hinstellen. Ich musste jetzt bedarfsweise für Notbedarf jetzt das Fließband hier noch machen, damit ich alles craften konnte. Hier hinten in der Ecke ist unsere, ja, ich sag mal, Werkzeugecke. Stilistisch auch ein bisschen so aufgebaut. Hier links kommt noch ein Spind hin, der so hoch geht. Ich wollte eigentlich den ganz großen machen, aber dann hätte ich wieder keinen Platz für den Reifen gehabt. Und den finde ich schon ganz cool hier. Das sind so unsere Hauptschränke, sag ich mal. Das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Weil hier stapeln wir im Endeffekt alles, was wir so haben.
Und in der rechten Seite stapeln wir, naja, es werden hier auch noch Sachen reingebracht, die eigentlich gar nichts hier drin zu suchen haben, wie man sieht. Die drei Sachen, die gehören gar nicht hier rein. Hier sollte eigentlich nur die Medizin rein, die Munition, wenn mal welche übrig ist. Und dann hier so Sachen wie Techniken, die die Pals erlernen können, Baupläne und so weiter. Dann gehe ich nochmal ganz schnell mit euch nach oben. Achso, hier unten ist der Generator. Die Palbox konnte ich nicht anders stellen, aber sie steht jetzt quasi wieder an der gleichen Stelle wie zuvor. Ein Ticken weiter nach links war es, glaube ich. Springbrunnen. Unsere vier Eierausbrüter sind hier. Hier ist etwas, wo nur die Eier reinkommen, die wir gesammelt haben. Die Glocke habe ich mal provisorisch hier vorne hingestellt, wobei das gar nicht so schlecht ist, wie ich finde. Hier geht es dann hoch zu der Anubis-Statue, die man benutzen kann. Hier oben wird noch alles so ein bisschen mit Efeu bzw. Kletterpflanzen ausgebaut. Das werde ich noch machen. Dann hier ist unser Aufenthaltsraum sozusagen. Hier wird gefeiert, getrunken, gelacht, gegessen, einfach alles, inklusive eines Globus. Dann können wir hier durchgehen. Dann haben wir hier oben, ja, sozusagen die Schminkecke, wenn man so möchte. Die Betten sind hier aufgestellt. Ich habe auch extra schon mal aufgeschrieben, welches Bett für wen ist. Einfach nur deswegen, damit der Epi Bescheid weiß, weil auf der Seite sind dann auch seine Sachen drin und auf der Seite sind dann meine Sachen drin. Hier ist nochmal ein Kamin, da sollen dann auch nochmal zwei große, ja, Spinte oder sowas reinkommen. Hier ist ein kleines Badezimmer, was wir beide verwenden, inklusive, ich kann es einfach nicht oft genug sagen, inklusive eines Toilettenpapierhalters. Ja, und dann halt diese Ecke. Ich gehe jetzt nicht auf die Details und alles, was ich so wundervoll finde, ein, weil das habt ihr ja alle schon in einem vorherigen Video von mir mitbekommen. Hier ist dann nochmal die Ecke ähnlich aufgebaut, wie ich sie auch schon in meinem Spielstand hatte. Das hier ist ein klein wenig verändert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da eigentlich vorher hatte. Eigentlich hatte ich den Kamin weiter links. Ich lasse es jetzt erstmal so. Die Alchemie-Ecke. Ja, und den Rest habt ihr ja schon gesehen. Und hier in der Ecke, das ist jetzt brandneu. Das ist unsere Relax-Ecke, nämlich unsere Couch-Sofa-Ecke, wie auch immer. Und hier vorne werden dann wohl, denke ich mal, an den Seiten überall noch so Kisten und Schränke und so weiter hinkommen, wenn wir halt eben Sachen irgendwo verstauen müssen. Ja, und hier ist diese Aufsichtskanzel oder wie die sich nennt. Und damit habe ich euch eigentlich soweit alles gezeigt. Ja, ist jetzt nur im Schnelldurchlauf gewesen. Wie gesagt, ich hatte ja schon ein Video gemacht vor ein paar Folgen, glaube ich. Also das wird auf jeden Fall aktuell heute veröffentlicht. Ich weiß natürlich nicht, wann diese Folge jetzt veröffentlicht wird. Da liegen dann, glaube ich, noch ein, zwei Folgen mindestens dazwischen. Deswegen wundert euch nicht. Und ja, ich wollte es mir allerdings nicht nehmen lassen, euch nochmal zu zeigen, wie sich das Ganze jetzt hier verändert hat. Ich finde, es ist ziemlich gut gelungen. Es sieht ähnlich aus wie mein privater Spielstand. Ich weiß aber wirklich nicht, warum die beiden jetzt da vorne am Backen sind. Warum laufen die überhaupt da raus? Das verstehe ich nicht so ganz. Weil da hinten ist ja auch kein Gebiet. Da ist auch nichts, was man irgendwie einsammeln muss oder sonst was. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nie erfahren. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann wieder mit unserem normalen Let's Play weiter. Ich werde auch nochmal diesen Palentsafter eben schnell bauen, bevor ich mich auslogge und endlich mal ins Bettchen gehe. Weil wir schon sehr, sehr spät haben, beziehungsweise schon sehr, sehr früh am Morgen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wollte das dann doch irgendwie noch heute vollenden, sodass man dann tatsächlich beim nächsten Mal reingehen kann und aufnehmen kann. Und alles ist eben soweit, ja, schon fertig und man kann alles benutzen, man hat keine Nachteile und so weiter und so fort. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob es jetzt besser aussieht als vorher, beziehungsweise ob ihr die alte Base lieber gehabt hättet oder ob ihr euch die neue tatsächlich besser gefällt, ob ihr noch irgendwo vielleicht Vorschläge habt, was man noch wohin machen könnte, ob irgendwas fehlt. Ich meine, ich habe ja auch noch nicht alles freigeschaltet. Entsprechend kann ich natürlich auch noch nicht alles bauen und wenn es da noch Verbesserungen gibt, dann werden wir das natürlich demnächst austauschen gegen die verbesserten Versionen, wie mit dem Fließband unten
Nur wie gesagt, da kann der Epi das leider nur aufbauen. Das kann ich nicht, weil ich noch nicht so hoch gelevelt bin, weil ich irgendwie so das Heimchen am Herd bin und immer die Deko mache und immer alles aufbaue und er nur noch in der Weltgeschichte rumfliegt und irgendwelche Pals am Jagen ist, was wir natürlich auch gemeinsam in den nächsten Folgen wieder machen wollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt dran, schreibt einen Kommentar, wie euch der Umbau der Basis gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.